Ich erzähle dir, warum ich mich nicht wiege. Also, ich wiege mich denn schon mal, aber nicht oft. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn ich mich wiegen würde, also jeden Tag, dass ich mich selbst unter Druck setzen würde. Sprich, bei der Abnahme, dass ich mein Zielgewicht nicht erreiche. Und um das aufzulockern, wiege ich mich nicht. Ich meine, klar, verfolge ich irgendwie so eine Wettkampfdiät, ne? Ihr wisst ja, wie beim Bodybuilding, klar ist es natürlich wichtig, wie viel du wiegst, und wie viel du abnehmen möchtest. Aber ich denke mal, wenn du gerade mal ein paar Pfund verlieren möchtest, um zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, ja, habe ich einfach für mich, wie soll ich das sagen? Ja, für mich einfach gesagt, komm, wieg dich nicht. Versuch einfach dein Bestes irgendwie abzunehmen und das funktioniert. Ich meine, ich habe zwar keine Waage, ne? Meine Waage ist mir letztens kaputt gegangen. Da dachte ich, komm, hörst du mal auf zu wiegen. Aber dennoch, ich meine, ich habe einen Spiegel und der Spiegel lügt nicht, wie du aussiehst, ne? Wenn man davor steht und einfach sieht, wie viel man abgenommen hat, ja, dann sieht man das. Und ich bin relativ zufrieden und es kann auf jeden Fall weitergehen. Und man bekommt auch so viele Komplimente von Freunden, Familie, Bekanntschaften. Und ja, deswegen wiege ich mich eher selten. Aber ja, ihr habt recht, sollte ich irgendwie, keine Ahnung, in Richtung Bodybuilding gehen oder sonst was, so ein schneller Cut, obwohl ich davon auch nichts halte, sollte man sich schon wiegen. Wie gesagt, das ist so ein psychologisches Ding. Man setzt sich da sich komplett selber unter Druck. Und dann, wenn es nicht klappt, ja, dann wirft man direkt die Flinte ins Korn. Dann hat man auch überhaupt keinen Bock mehr. Um das zu vermeiden, wiege ich mich nicht. So, bumm, aus, Video, Roger, Peace.